Also ich habe jetzt hier einen Text über Maria Müller-Göckler, über ihr Leben. Maria Müller ist 1900 in Leutkirch geboren. In Tübingen legte sie das Staatsexamen ab und promovierte. Sie ist die erste Frau, die trotz Heirat und Schwangerschaft unterrichtete. Sehr bemerkenswert und mutig ist der Roman »Täubchen, mein Täubchen« von 1965, in dem sehr unangenehme Wahrheiten über die Situation an Grundschulen zu lesen sind. Da gibt es zwei Erzählpositionen im Wechsel, die Mutter und den Sohn. So, als erstes kommt jetzt die Mutter. Ich wollte das Kind, ich wollte es um jeden Preis. Es geschah beim Frühlingsball im Haus meiner Eltern. Die Gäste behandelten mich mit verletzender Nachsicht als ein Kind, das man duldet. Mama hatte Primama für mich eingeladen, die mich samt und sonders langweilten. Mir aber kam es nur darauf an, mit H. zusammenzustoßen. Es kostet einen Tanz, sagte H. lachend. Wir tanzten und schon nach wenigen Minuten fühlte ich die Erde unter mir wegsinken. Es wurde in zwei großen Räumen getanzt. Er führte mich in die Nähe der Tür. Darf ich dein Zimmer sehen? Ich wusste, was geschehen würde, doch ich dachte nicht daran, dem zu entfliehen. Ich weiß nicht, ob es mehr Schmerz oder mehr Lust war, was er mir bereitete. Ich hielt ihn fest und auf einmal weinte ich. Nicht weinen, Süßes, tröstete er mich. Und seine Stimme hörte sich an wie auf der Bühne. Nicht weinen, vernünftig sein. Solltest du in Verlegenheit geraten, Kleines, so schreibe ein Briefchen, in dem du es andeutest. Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich dich ohne Hilfe lasse. Nach einigen Wochen wusste ich, dass eingetreten war, was er fürchtete, ich aber gewünscht hatte. Den Namen des wirklichen Vaters hat nie jemand erfahren. Eines Tages bat mich mein Vater, ich möge die Stadt und die Gegend verlassen. An einem Dezembertag, als die Welt nach einem Schneefall unschuldig aussah, kam er. Und ich liebte ihn über alles, weil mir die Zukunft verschleiert war. Ich erkannte, wie zufällig eine Vaterschaft ist. Das eine ist aus der Sicht der Mutter und das andere aus der Sicht des Sohnes. Der ist jetzt schon groß und fängt mit dem Job an als Lehrer. Also der ist jetzt in der Schule und da sagt der Schulleiter, der fragt ihn, was hat sie bewogen, Lehrer zu werden? Ich musste mir eingestehen, dass meine Mutter den Beruf für mich ausgesucht hatte. Ich habe Kinder gern, antwortete ich ausweichend. Idealismus also, das ist gut. Ohne Idealismus ist das Leben bei uns nicht zu ertragen. Ich erschrak, als mir der Rektor sagte, dass ich die dritte Mädchenklasse führen solle. Neunjährige? Nie hatte ich mich als Mädchenlehrer gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass mir eine Aufgabe aufgeladen wurde, der ich nicht gewachsen sei. Es sind 49, hörte ich den Rektor sagen.